So, dann gehen wir mal auf typisch Rogue. Gucken wir mal, was Our der so main alles job Neues with the hat. rogue. Perfekt. Aber Baba, das wird, glaube ich, das wird gut. Also, ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir es eigentlich durchweg, wie sie es mit den Klassen gemacht haben. So slightly, so ein paar Änderungen, die halt wirklich schön hier Live-Features sind. Ne? Also, das gefällt mir. Also Ja, bis jetzt gefällt mir. jede Klasse würde ich testen wollen. Ja, Einfach. safe. Safe, safe, Ob das safe, safe, safe. gefeiter war, ob das jetzt aber bar war. Genau. Ja. Komplett egal. Können wir mal. Wisdom Was der 2, not messed the up. Rogue. Yeah. Because it is. It was very sound. It is such a beloved, solid class. That our main goal with the Rogue was to take those really wonderful pieces of design and dran. Add some new twists. Ja, hast du? Weil das ist schon am Laufen. What the fuck, ne? Ich tu mal hier neu laden vielleicht. Ja. Aha. Ja. Ich muss okay. Neu laden immer. Okay. Perfekt. And so, in addition to giving the Rogue Weapon Mastery, as we have several of our other classes, and Weapon Mastery, as you and I've discussed in another video, gives the Rogue and others some really exciting combo options and tactical abilities. As we discussed, like short sword with the knife, you're like hitting, getting advantage on the next attack, lining up your sneak attack, yeah. Stuff like that. Glorious. Yeah. In addition to that, the other biggie in the Rogue is a brand new feature called Cunning Strike. Yeah. This ended up being a hit in the Unearthed Arcana series. And what Cunning Strike really boils down to is it gives the Rogue the ability, starting at fifth level, to trade sneak attack damage dice for other effects. Yeah. Because we realized the sneak attack bucket of dice, it gets awfully big. Yes. And sometimes the Rogue doesn't need all of those dice just to deal damage. So the light bulb that went off for us. Das ist mir aber auch, das ist mir ein bisschen aufgefallen jetzt mit der Level 10er Ding, ne? Sneak Attack macht so einen scheiß Amount of Damage. Das ist ja disgusting. Ich war rasiert dadurch. Das ist halt wirklich disgusting. Die hätte ballnächst mit ihrem allerersten Hit so einen fucking diese Gorilla-Demons hätte die ballnächst geone-tappt. Hat die 59 Damage gemacht? Oder 51 Damage mit 51. Einem einzigen verschissenen Angriff. Ja. Das ist, Alter. Das ist schon wirklich, wirklich viel. Da dachte ich mir so in dem Moment, ja, eigentlich, wenn du wirklich willst Damage spielen, ne, dann machst du halt so einen Rogue, ne? Ja. Und ist also, ja nicht, dass das begrenzt wäre. Einfach jede Runde. Ja, jede Runde, wenn sie ja. Advantage auf ihrem Angriff hat, kriegt sie Sneak Attack. Oder wenn einer in 5 Feet von dem Target steht, das sie angreift, kriegt sie Sneak Attack. Deswegen, das ist ja jede Runde, konnte schon fast sicher sein, kriegt das irgendwie hin. Ja. Eher die Fresse voll zu ballern. Ja. Und das mit sehr viel Damage. Mit sehr, sehr, sehr viel Damage. Es war wirklich heftig. Deswegen, also finde ich gut, dass sie es dann so machen, dass man dann auch ein bisschen quasi als Rogue sagen kann, ich will ein bisschen Damage runternehmen, will was anderes machen. Aber das muss jetzt wirklich was Besonderes sein, weil wer sagt denn freiwillig, ich will weniger Damage machen? Ja, das ist richtig. Das ist auch wieder wahr. Gut, wenn es halt kleinere Gegner sind, ne? Wenn du merkst, die sind halt, die brauchen nicht den kompletten Damage. Dann maybe. Mal gucken. In our design process with the Rogue was, well, what if we let the Rogue do other things with those dice? Because my goodness, are there a lot of them. And so Cunning Strike was then born. Cunning Strike really is an answer to what if the Rogue could do other things with those dice. And so at the start, what the Rogue can do is can trade sneak attack dice to do things like poison their target, trip their target, withdraw from melee without provoking opportunity attacks, that sort of thing. Then at higher level, you get even more options, and then you also gain the ability to pile on multiple options to the same sneak attack.
And so it is all about giving the rogue ways to do more than just bucket loads of damage without taking away the ability to do bucket loads of damage. Mm-hmm. Because sometimes the rogue will still want to just take all their sneak attack dice and apply all of it to damage. But in those cases where it would be more helpful for you to poison the target, knock them down, withdraw, or knock them out harmlessly, because at higher level the rogue also has even the option to just knock them out and not deal enough damage to actually slay them. Yeah, you don't need to assassinate every NPC you meet. Exactly. In addition to... Jetzt aber, hä? Das da verstehe ich nicht, weil soweit ich die Regeln kenne, kann jede Attacke auch non-lethal gemacht werden. Das heißt, der braucht doch keine Fähigkeit dafür, den nicht zu killen, sondern der sagt einfach, ich will den nicht killen. Mhm. Ich meine, der hat eine Fähigkeit, dass man einen Gegner ausknocken kann, obwohl der nicht auf Null ist. Dass der auf einem bestimmten Prozentsatz, sage ich jetzt mal, ist und dann kannst du den schon ausknocken. Ah, ja, das wäre natürlich krass. Ohne ihn halt auf unter Null zu bekommen. Ja, das wäre krass, ja. Ich war so krass, nach dem Motto gemeint, aber ich weiß selber nicht können. Ja, das wäre wieder was anderes. Adding Cunning Strike to the Rogue's Kit. We've also enhanced other features that were there. We took reliable talent and moved it to a lower level. We made it so that Thieves Cant now gives you an additional language in addition to allowing you to use Thieves Cant. And we've also, at level 3, added a brand new feature called Steady Aim. This debuted in Tasha's Cauldron of Everything. It's now graduated to the core books. And this allows the rogue to be steady and give themselves advantage on their next attack roll. A fact we will return to when we get to das the... Noch neu. Das ist so neu. Das ist ein optionales Class-Feature, weil Eva macht das ja die ganze Zeit schon. Ja, ja. Weil ich halt zu euch gesagt habe, holt euch die optionalen Dinge. Das ist ein optionales Class-Feature. Ich dachte, das wäre bei dem Rogue automatisch dabei. LOL. Anscheinend, das war ziemlich neu. Ah ja. Okay. The Assassin. Yes. And the Assassin is especially glad that Steady Aim is now in the book. We also even enhance Slippery Mind at higher level, which used to just give you proficiency in Wisdom saves. It now gives you proficiency in both Wisdom and Charisma saves. And the reason why that's relevant is it means now rogues will be harder to banish since most spells and other effects that forcefully teleport people away or banish them involve charisma saving throws. Oh, interesting. And we wanted rogues to have all around slippery minds and to really lean into the theme that not only are rogues really good at stealth, devastating single strikes with sneak attack, but they're also good at wiggling out of danger. Yeah. And a number of the rogue's abilities are all about wiggling out of either physical danger or mental or magical danger. And all of that together really, I think, achieves that goal that we had of take this rogue that's beloved, that's working really well, and just crank up the volume a little bit. I love having extra things to do with sneak attack. I love turning that into a resource. We've seen that kind of design element with a couple of things in this new player's handbook, but that is something I adore because you always wanted to have the ability to potentially poison a target, right? Or to knock out a target. Even in the video games I grew up playing, like Thief and Dishonored, like that's all very iconic for a rogue to be able to do. So that. Oh, jetzt wo er Dishonored sagt, hast du Dishonored gespielt? Nein, nur gesehen. Ah. Selber gespielt nicht. Dishonored auch wirklich. Also das ist eins, wo ich mir so denke, Dishonored, das ist so typisch Thief, ne? Du kriegst halt dann auch später noch irgendwie so ein bisschen Teleport-Abilities und bist halt übel stealthy. Und du knockst die halt quasi alle, also wenn die dich nicht sehen, ist halt quasi One-Shot.
ist mega. Das ist für mich halt so ein, das ist halt für mich so, ja, nicht nur Assassin, sondern eigentlich, das ist quasi so, was so ein Thief macht. Der nimmt dich halt von hinten. So. Aber bis jetzt kommt mir vor, ob die ganzen Magier echt kein leichtes Leben haben werden. Erst die Barbaren, die sich ganze Zeit rumporten oder fliegen. Und jetzt hast du einen Rogue, den du schwer hast zu hitten überhaupt. Ja, oder weil, den du halt quasi nicht wegbekommst, wenn da jemand banish kann und dann plötzlich sagt der Rogue so, Charisma, Wisdom und hat Eva zum Beispiel nicht sowieso bei für Dexterity, dass die nicht den halben Damage, wenn es schaffen tut, nicht mal einen halben Damage bekommt. Genau, das ist Uncanny Dodge. Du kannst quasi, wenn du die Attacke siehst, kannst du deine Reaction benutzen, um nur die Hälfte vom Damage zu bekommen. Und dann gibt's noch Evasion. Das heißt, wenn du ein Dexterity Saving Throw machen würdest und du bekommst nur Hälfte Damage, kriegst du keinen Damage. Ja, das ist doch einfach die armen Magier, die tun mir schon fast leid. Das ist halt, wenn die sowas facen müssen. Ja. Tust deine seltenen Spellflots verballern und der Woke denkt sich einfach, er ist das Fuckboy. Ja, gut. Du musst halt aber auch sagen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Du musst sie dann halt incapacitaten, ne? Also du musst sie halt irgendwie festhalten oder so. Paralysieren oder hier restrainen, sodass sie halt Disadvantage auf ihre Dexterity Saving Throws haben. Und oder wenn die halt wirklich incapacitated sind, dass sie halt incapacitated war das nicht. Du musst sie paralysieren. Weil wenn du die paralysierst, fällen die automatisch. Also ja, die. Die können quasi gar nicht dingsen. Na gut, ich weiß halt nicht, wie das dann geruled wird, weil eigentlich würde ich halt sagen, dann dieses Evasion funktioniert dann halt nicht mehr, weil Evasion sagt auch, selbst wenn du failst, kriegst du nur Hälfte Damage. So. Und Uncanny Dodge macht die Hälfte dann nochmal zur Hälfte. Wo ich dann so sagen muss, übertreiben. Da würde ich halt immer so sagen, wenn du paralysiert bist, kriegst du trotzdem, also dann bist du out. Dann hilft dir deine Evasion auch nicht mehr, dann hilft dir auch dein Uncanny Dodge immer, weil dann bist du halt, du bist halt festgehalten, basically. Du kannst nicht einfach sagen, ich springe jetzt mal um die Ecke. So. In Gedanken bin ich gedodged. Ja, in Gedanken bin ich gedodged. Das funktioniert aber so nicht. Deswegen. Ah ja, gucken wir mal. Mal that's super exciting. Yeah, and again, just as with weapon mastery, it is something that we have loved playing with in our playtest games. And again, you have weapon mastery to play with too now. Yes. As a rogue. As a rogue does not have as many masteries to play with as, say, the fighter. But still enough for it to make a difference. Yeah. And it gives the rogue some really interesting tactical mini games. When, especially once Cunning Strike is in the mix, to figure out each turn, it's like, okay, what am I going to do with my weapon? What am I going to do with my sneak attack? A lot of fun. Then contributing to the Rogue's enhanced profile are the four subclasses. Now, the Rogue has its two classic subclasses, the Assassin and the Thief. And those are two archetypes in the Rogue that go all the way back to first edition D&D. And it's all about, really, do you want to emphasize the killing part of the Rogue's identity? Or do you want to emphasize the infiltrator and treasure hunter side of the Rogue's identity? Right. With the Thief representing infiltration and treasure hunting. And then the other two subclasses that are available, just as in the fighter, we have the Eldritch Knight and the Psy Warrior taking the baseline class and mixing it with stuff outside the class. We have the same thing with the Arcane Trickster and the Soul Knife in the Rogue, where
you can take the baseline rogue and mix it either with spellcasting in the Arcane Trickster or mix it with psionic power in the Soul Knife. Nice. Shall we start with the assassin? Yes, or? Let's start with the assassin. My first character was an assassin, so I've spent time with this subclass. So the assassin is long been a very popular archetype, but the 2014 version of the subclass struggled in actual play. Too much of its core identity relied on surprising the other combatants. Mm-hmm. In a battle, and that could be quite challenging to pull off. And since we've changed the surprise rules in the new player's handbook, we didn't want to have anything in the assassin that, of course, relied on that anymore. We wanted to, at the baseline, for the assassin's abilities to be more reliable so that you could feel like your subclass was actually doing something. And so with that in mind, we redesigned the assassinate feature. First off, it gives the assassin advantage on initiative rolls. This for us was something we planned on doing for a long time once we revised the assassin. Finde ich gut, weil das ist ja gar nicht so drin, ne? Eva hat das auch nur wegen einem magischen Item, dass sie advantage of the advantage on initiative rolls hat. Finde ich nämlich, also eigentlich, das muss halt als Assassin sein, ne? Du willst als Erster in der Runde dran sein. Also du willst die Targets einfach hops nehmen. You wanna take him hops. Ja, ja, klar. Assassin, because we felt that the assassin should have a better chance of going first than most other combatants. Because of course, to do their job of assassination, getting the jump on others is a critical part of mm-hmm. that. Now, what we also did is we made it so that the extra damage that they can deal in the first round of combat is no longer reliant on someone being surprised, but instead simply reliant on the other person not having acted yet. So the two parts of assassinate work together. We gave advantage on initiative rolls so that the assassin is more likely to go sooner, and going sooner means they have more potential targets to use their assassinate on, because the requirement to use it is simply that the target has not acted yet. In the combat. And we have found that in playtesting, this has achieved the goal of making the assassin actually able to use their core shtick reliably in most battles, unless the D20 is just totally cruel to them. made a number of other enhancements, simple ones, like in Assassin's Tools. We now not only give you the proficiencies that we gave you before, but now we also give you the tools themselves. We were chuckling when we realized that a decade ago we gave you these proficiencies, and then we're like, well, and good luck. Yeah. So now you actually get a disguise kit and a poisoner's kit when you reach the level where you get these proficiencies. We've also then, and this goes back to steady aim that we were talking about before, we've completely redesigned infiltration expertise so that it still includes some of the mimicry that the assassin was capable of before to make it easier for them to socially infiltrate certain places where they might be hunting someone or something down. But we've also now made it so that they can use steady aim on the move. Most rogues, when they use steady aim, can't move for the rest of the turn because they are standing still as they line das up and attack. In Ordnung. The assassin, who, you know, in the narrative, you can often imagine would be in a sticky situation where they might need to be moving John Wick style as they are battling people. We wanted them to be able to line up their shots even while they're running across the room. Right. The fuck? This is actually one of the most cool things in the assassin, just from a sort of cinematic standpoint. Right, is imagining them doing this.
We have. Nee. Von Steady Aim. Du wirst hardcore belohnt. Da schau dafür nicht mehr moven. Ja, das, weil das ist jetzt kritisch. Das ist jetzt kritisch, ja, weil das bedeutet, die kriegen Advantage auf ihrem Angriff, Mann. Steady Aim können trotzdem moven und machen einen Bucket Load of Damage. Und sind dann so weit weg oder moven halt irgendwie noch eine irgendwie in eine günstige Position, Half Cover, Dreiviertel Cover oder so irgendwie was und sagen einfach nur, haha, fuck you. Weiß ich jetzt nicht. Gesagt, war eigentlich immer gut gelöst. Weiß ich jetzt nicht. Also da muss aber ein neuer Nachteil rein, also weil das ist halt, das ist, weiß ich jetzt nicht. Also das gefällt mir jetzt als DM halt schon mal gar nicht, ne? Ich meine, Eva schreit gerade wahrscheinlich auch, wenn sie das hört. Ja, aber die denkt sich so, ja, ich darf moven. Ja, schwierig. Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. Also würde ich jetzt, also nee, das muss, ja, mal gucken, vielleicht sagen die ja noch hier, hat dafür so einen negativen Ding. I've also replaced the imposter feature that they used to have and given them a brand new feature called Envenom Weapons, which ties into the new Cunning Strike feature in the baseline Rogue, which allows them to deal more damage and ignore poison resistance when they use the poison option of Cunning Strike. We wanted assassins to be the best at using the new poison option that all rogues have access to. Perfect. So, Nachaufnahmeverteil nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.